Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter könnte kaum besser sein. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir übertragen heute eine Partie aus den Champions Playoffs. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. De Bruyne, das muss es doch sein. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Casemiro. Koundé. Casemiro. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Eder Militao. Militao. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Jetzt der Eckball. Da kann er jetzt erstmal klären. Bruno Fernandes. Ganz wichtig in dieser Szene. Der Verteidiger holt sich den Ball. Heute das Debüt von Kevin De Bruyne hier. Klar, dass sich alle auf den Belgier fokussieren. Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und er hat den Ball. Bernardo mit dem Passgegner ist da. Casemiro. Der Ball ist weg. Ja, starker Pass. Cristiano Ronaldo spielt den Pass, aber dazwischen gegangen. De Bruyne. Er ist frei, da kann was draus werden. Das ist Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Koundé. Am Ball Bruno Fernandes. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Rashford. Das ist Rashford. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Die Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Er lässt sich da nicht aufhalten. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. So, Ecke kommt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Zurück auf Alexandro. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Da waren sie für einen Moment unkonzentriert. Jetzt haben sie den Ball verloren. Lukas. Jetzt Casemiro. Bruno Fernandes. Tanguy Ndombele. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Die Wanderers mit dem Ballverlust. Casemiro. Militao. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Casemiro. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Cristiano Ronaldo kommt. Oblak ist da, Oblak mit der tollen Parade. Und das aus dieser Distanz, unglaublich. Situation geht weiter, immer noch gefährlich.
Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Ah, Riesenchance, aber kein Tor. Es bleibt bei dieser knappen Führung. Ja, den darf er nicht vergeben. Wir sehen, auch der Trainer ist sauer. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Daran muss gearbeitet werden. Jetzt müssen sie aufpassen. Rashford. Sie können den Ball erstmal ablocken. Conte. Ball ist bei Bernardo Silva. De Bruyne. Robertson. Ja, setzt sich schön durch. Robertson verliert den Ball. Könnte der Ausgleich sein. Das Tor durch Lukas. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Casemiro. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Kein Team hat bisher... Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Sie machen schon sehr früh Druck. Jesus Navas jetzt am Ball. Militao. Tanguy Ndombele. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie könnten jetzt flanken. Kevin De Bruyne hat hier eine gute erste Hälfte abgeliefert, oder? Wie siehst du das? Sein Tor hat er gemacht, aber mit diesem Remis kann er alles in allem natürlich nicht zufrieden sein. Jetzt Cristiano Ronaldo. Kanté ist das. Bernardo Silva. Der Ball kommt. Was für eine Rettungstat, gehalten. Der Ball kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Bruno Fernandes. Einfach mal lang vorne rein und drin ist der Ball. Naja, Wolf, sieht man heute auch nicht mehr allzu häufig. Ist ja so ein bisschen verpönt, aber drin ist drin. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Walker. De Bruyne am Ball. Kanté. Ronaldo. Ronaldo schießt! Oblak, ist es denn zu glauben? Er hält diesen Ball. Kein Tor. Die Zuschauer trauen ihren Augen nicht. Sagenhafte Parade. Wie ist er denn da noch rangekommen? Bernardo. Schön dazwischen gegangen. Rashford. Und er geht an ihm vorbei. Da ist die Chance. Nicht das Tor. Weiter nur ein Torführung. Das kann ihm nicht gefallen. Nee, sie ärgern sich auch. Ja, den mussten sie machen. Dann haben sie hier alles im Griff. Aber so ist Zittern angesagt. Nabil Fekir am Ball. Ball wird abgefangen. Tanguy Ndombele.
Aubameyang geht hier in die Offensive. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Casemiro. Ball wieder bei Casemiro. Unglaubliche Parade. Es war kein gutes Spiel heute. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen, hat eigentlich nie richtig reingefunden in dieses Spiel. Lief nicht und deshalb ist jetzt vorzeitig Feierabend. Er hat Platz zum Flanken. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Er spielt steil. Könnte der Ausgleich werden. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Bernardo Silva. Steilpass von Bernardo Silva. Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt. Binnen weniger Minuten. Jetzt sind sie hier davon. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Schöner Pass. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Ja, ganz sicher. Ball ist aus. Die Fans spüren jetzt oder nie. Jetzt muss was kommen von der Mannschaft. Jetzt ist die Kugel weg. Nur noch der Torwart vor sich. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Chance zum Konter jetzt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Wie macht er den denn rein? Und wieder war es. Na klar, Ronaldo. Schon sein dritter Treffer heute. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann macht Cristiano Ronaldo den Treffer. Klar, wenn er aus dieser Distanz seine Chance bekommt, dann ist er sie. Der aktuelle Stand hier lautet 5-2. Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird's zu eng. 5-3 jetzt also. Ja, was ist denn hier heute los? Das Passspiel gefällt mir gut heute. Ja, das machen sie richtig gut. Der Ball läuft schön. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. 3 Minuten sind es noch. Abgefangen erstmal von Kanté. Da wäre jetzt Platz auf dem Flügel für die Wanderers. Gleich bringt er die Ecke rein. Ecke kommt. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Koundé. Bruno Fernandes. Am Ball jetzt Casemiro. Ball wird abgeblockt.
Schön dazwischen gegangen. Damit ist dieses Spiel hier heute beendet und der Sieg geht hier an. Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen eine Partie aus dem Squad Battles Modus. Die Wanderers. Gegen Dynamo. So ein Squad Battles Spiel hat natürlich immer wieder eigene Gesetze. Was haben wir hier nicht schon alles erlebt? Ich bin gespannt, wie es heute wird. Ein Modus, bei dem man mit allem rechnen muss. Kein guter Ball von De Bruyne hier. Toller Pass. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Die Wanderers im Angriff. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Klasse gehalten. Mit der Glanzparade verhindert er hier den ersten Treffer in diesem Spiel. Stark gemacht. Auf außen kann jetzt was entstehen für Dynamo. Die Flanke jetzt. Die Pässe. Sergio Leon. Der Ball ist drin, aber die Fahne ist oben. Das ist abseits. Ah, und das war richtig knapp. Das war eng. Wir sehen es. Sie können es nicht fassen, aber ja, ja, war abseits. Conte. Ball bei Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Pfosten. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Darüber, der fordert den Ball. Bruno Fernandes. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen.
Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Die Wanderers sind vorne, weiter geht's in diesem Spiel. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Tolgay Aslan. Das war natürlich ein schwacher Pass, gibt Einwurf. Wer den bekommen sollte, das wissen sie vermutlich selber nicht. Bernardo Silva. Zu wenig Platz dafür Ronaldo, jetzt der Ball im Aus. Sergio Leon. Jetzt können sie flanken. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Bruno Fernandes. Kevin De Bruyne. Bernardo Silva. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ecke kommt in den 16er. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Sergio Leon. Tolgay Aslan. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Chance zur Flanke jetzt. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Alenia. Dynamo greift an. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Und jetzt diese Chance. Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut. Mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Tabaré. Und da kommt er an den Ball. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Alenia. Angriff von Dynamo. Jetzt ist es gefährlich. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. De Bruyne am Ball. Am Ball Bruno Fernandes. Und jetzt De Bruyne. Bernardo! Da sind sie da. Guter Block. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Bernardo. De Bruyne. De Bruyne schießt. Schön geklärt. Und sie können klären. Tolgay Aslan. Sie können den Pass unterbinden. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Nun Ronaldo. Bernardo.
Bruno Fernandes am Ball. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Mit einer Führung für die Wanderers gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Mal schauen, wie sich dieses Spiel noch entwickeln wird. Conte. Da ist Cristiano Ronaldo. Und Cristiano Ronaldo ist vorbei am Verteidiger. Da muss er hin und holt sich den Ball. Pass wird abgefangen. Bruno Fernandes. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Bruno Fernandes. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Daraus wird leider nichts. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Ich bleibe hier beim Spielstand. Cristiano Ronaldo. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Kevin De Bruyne. Das ist der Treffer! So, jetzt wird's deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird's ein Debakel. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Yatta Barré. Pass von Cristiano Ronaldo, da sind sie da. Yatta Barré. Sie verlieren hier den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gut durchgesetzt. Er schießt. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Alenia. Ballverlust. Bruno Fernandes. Und jetzt der Zug nach innen. Bernardo. Conte am Ball. Der Schuss. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Sie nehmen den Doppelwechsel vor. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Yatta Barré. Da setzt er sich gut durch. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Fred. Ballverlust durch Robertson. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jon Bitkaram. Jetzt können sie den Ball reinbringen.
Cristiano Ronaldo mit dem Ball. N'Golo Kanté. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Yon Bitgaram. Mensa. Er lässt sich da nicht aufhalten. Flanke kommt rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Er holt sich vorne den Ball. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. De Bruyne. Bernardo Silva. Das ist natürlich hervorragend, wie da der Ball läuft. Ja, sie spielen sehr präzise und das hier auch nicht zum ersten Mal. Der Ball ist drin! Ronaldo mit seinem dritten Tor, überragend der Portugiese heute. Das dritte Tor, da ist es nochmal. Und wir sehen hier ganz deutlich, gegen ihn finden sie kein Mittel. Der macht, was er will. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Sergio Leon. Das war sauber, er holt sich den Ball. Klar, das ist abseits. Sie sind ein wenig selber schuld. Weil sie zu hastig waren, da müssen sie abwarten, bis wieder alle aus dem Abseits raus sind. Aber dann kommt dieser Pass, das ist ärgerlich. Conte. Bernardo. Bruno Fernandes am Ball. Das macht er sehr gut. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Erstmal geklärt. Und da ist der Ball wieder weg. Bernardo. Unglaubliche Parade. So, Ecke kommt. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ja, guter Pass. Bernardo. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Und das war's für heute in diesem Spiel. Die Gastgeber dürfen sich also über einen Sieg freuen.